Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video, wo wir uns die Hardware jetzt mal genauer angucken wollen und uns mal angucken, was da so ist. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal noch den Stromkabel. Den müssen wir jetzt hier mal vom Kabelbinder befreien. So, das ist jetzt der Kabelbinder. So, ab. Ich habe nämlich extra hier auch schon eine Steckdose bereit, die klemmt. So, also uns erstmal schon mal angucken können, wie das aussieht, wenn es an ist, ob er irgendwie leuchtet, nicht leuchtet. Ach so, ich müsste ja, habe ich die Steckdose überhaupt angeschalten? Ich glaube, ich habe die Steckdose gar nicht angeschalten. Ach Mensch, ey. Dann kann ja auch nicht funktionieren. Man müsste schon den Stecker reinstecken. So, und jetzt passiert aber was. Jetzt leuchtet. Ich werde euch mal heranzoomen, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, wir haben dann praktisch hier ein Licht. Und daneben ist nochmal eine LED für 3D. Könnt ihr das jetzt... Hoppala. So könnt ihr das vielleicht etwas erkennen. Ich werde mal ranzoomen. So. Da ist 3D. Und wenn wir jetzt die 3D-Taste drücken. Achso, das geht bestimmt nur wieder, wenn ein Kabel dran ist. Das kenne ich ja schon. So, jetzt zeige ich mal ausgeschalten und ihr seht, es ist komplett aus. Nichts ist an. Jetzt machen wir mal wieder an. Und ihr seht, dass an leuchtet. So, dann gucken wir uns mal die anderen Schalter an. Nicht wundern, das ist jetzt hier nur so eine Schutzfolie, die hier drauf ist. Die lasse ich auch noch drauf. Die könnte man jetzt abmachen und dann werdet dann halt hier nicht. Also ich kann es euch zeigen, was das. Ach, ich mache meine Futzelarbeit, seht ihr? So, und jetzt seht ihr das, wie das schön glitzert. Ja? So, und wir kommen aber jetzt wirklich mal zu den Knöpfen, die sich denn vorne befinden. Wir haben hier einfach immer Input, damit können wir den Input natürlich hin und her schalten. Ich mache mal ein bisschen rauszoomen, so, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Wir haben Input, wo wir den Input hin und her schalten können. Der befindet sich hinten, gucken wir uns gleich an. Wir haben 720p, 1080p, damit können wir halt hier auch noch aussuchen, welches Bild wir haben wollen. Wir haben 3D, damit können wir 3D anmachen und 3D ausmachen. Und wir haben On-Off, wenn wir hier das drücken, geht es an oder aus. Da kann ich auch den Stromkabel wieder abmachen. So, dann haben wir hier hinten auch wieder, kann ich euch auch zeigen hier. Also das ist bei Ligabo immer so, dass es so doppelt, dreifach geschützt ist, dass ihr auch ein intaktes Gerät nach Hause kriegt und nicht zerkratzt. Dann müsste ich euch jetzt noch ein Stück rauszoomen, damit ihr das vernünftig sehen könnt. Das ist praktisch, das sind die Anschlussmöglichkeiten. Den S-Video-Anschluss kann ich euch leider nicht demonstrieren. Der geht nicht. Also der geht schon, aber ich habe kein Gerät, was ich da ranklemmen könnte. Wir werden uns diesen hier angucken. Und dann haben wir auch hier den Ausgang zu HDMI. Wir haben vorne Ligabo stehen. Mir fehlen, ach, ich wollte gerade sagen, mir fehlen die drei Punkte, aber die sind dann wieder unten in der anderen Ecke. Wir haben Belüftungsschlitze links und rechts, also eine indirekte Belüftung der Schaltkreise. Also ohne Lüfter oder so. Wir haben unten hier auch wieder vier gummierte Standfüße, wie von Ligabo gewöhnt. Die sind sehr gut, die machen sehr schönen Stand. Dann haben wir unten auch wieder nicht in den Müll schmeißen. Die Nummer, dann die eingetragene Warenzeichen beziehungsweise die eingetragene Firma, das ist Ligabo Deluxe Cable GmbH und dann, dass sie in Leipzig sitzen mit Straße, Adresse, alle drum und dran, made in
PRC. Das steht hier alles auch nochmal drauf. Wir haben CE haben wir noch. Wir haben dann noch die Warennummer für Deutschland, weil jede deutsche Nummer, jedes deutsche Produkt braucht eine spezielle deutsche Warennummer. Wir haben nochmal einen Strichcode. Ist an sich alles sehr gut verarbeitet. Finde ich toll. So, und dann haben wir hier natürlich noch eine Anleitung. Da werde ich aber ein bisschen rauszoomen. Ist auch wieder schön erklärt. Denn hier steht zum Beispiel da, 3D-Umschalter aktivieren, deaktivieren, die 3D-Funktion 4 Sekunden gedrückt halten, um Mode für NES-Konsole zu aktivieren, Mode für NES zu aktivieren, also den Modus kann ich nicht aussprechen. Also den sollen wir 4 Sekunden gedrückt halten. Passiert denn auch was mit dem Licht? Bin ich jetzt mal neugierig. So. 3D einfach mal 4 Sekunden gedrückt halten. 1, 2, 3, 4. Mit dem Licht passiert nichts. Aber werden wir hier sehen. Das werden wir gleich sehen. Ja, dann würde ich sagen, dann lege ich das jetzt hier mal beiseite. Hoppala. Noch den Kabel wieder drin machen. Ich lege mir das jetzt gleich unten alles hin. Und dann werden wir gleich den Hardware-Check machen. Ich will vorher noch das Unboxing und das Hardware-Video vom anderen machen, der hier, da gibt es ja verschiedene Ausführungen von. Dann zeige ich euch auch gleich noch. Das ist der, den werde ich gleich machen. Der macht, wo haben wir das? Hier, wie heißt das? VGAR RGBHV Input. Damit könnt ihr praktisch euren PC auf HDMI peitschen. Mit Ton könnt ihr da auch reinmachen. Ist alles kein Problem. Das gucken wir uns gleich an. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, ihr seht euch gleich das Hardware-Check-Video an, wo wir den anschließen werden und das erste Mal benutzen werden. Ich habe mir die NES-Konsole ja schon bereitgestellt. Bis nachher, bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.